Ja, hi zusammen. Das Thema Energiewirtschaftsgesetz 14a hält uns natürlich alle auf Trab. Und wir hatten vor kurzem eine Sprechstunde und hatten drei Experten geladen. Und ja, heute gibt es den ersten Teil dazu. Die Kollegin Simone Peur von der ENBW hatte darüber gesprochen, über die Festlegung der BNetzA zum Thema 14a. Das heißt, die neue Vorgaben von 14a und auch die neue Netzentgeltsystematik. Jawohl, richtig ausgesprochen. Also dranbleiben. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen jetzt gerne zunächst einen ersten groben Überblick über die BNetzA-Festlegungen geben. Soll jetzt erstmal für Sie als Einordnung dienen, dass Sie hinterher vielleicht die Systematik auch besser kennen und insbesondere auch die Begrifflichkeiten, die dann meine Kollegen in den nachfolgenden Vorträgen auch nochmal aufgreifen, dass Sie dann das schon ein bisschen besser einordnen können. Vielleicht vorab, also jetzt erstmal also ein grober Eindruck, Überblick über die Themen, die ganzen technischen Details, insbesondere Umsetzung der Steuerung durch den Netzbetreiber und Praxisfragen und Praxisfälle, insbesondere Messkonzepte, das würden dann meine Kollegen in den beiden nächsten Vorträgen machen. So, erstmal vielleicht, wo kommt eigentlich nochmal das ganze Thema 14a NWG her? 14a gibt es ja schon länger im NWG, das heißt, bisher war es ja auch schon möglich, freiwillig mit dem Netzbetreiber eine Vereinbarung darüber zu schließen, über eine Wärmepumpe, über eine sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtung. Da gab es dann gegen fixe Sperrzeiten in der Regel, das war ja eigentlich keine Steuerung, sondern eigentlich war es ja, muss man ja sagen, eher so eine Abschaltung, ohne dass es in irgendeiner Form davon abhing, also in der Regel, ob es jetzt konkret einen Netzengpass in der Situation gegeben hat oder nicht. Und der Kunde bzw. der Betreiber der 14a-Anlage hat dann verringerte Netzentgelte gegen also als Gegenzug zur Steuerung bekommen. Und dieses System, das hat, ja, das musste jetzt dringend überarbeitet werden. Da ist ja die Branche schon seit längerem dran, das jetzt zu novellieren, weil wir einfach jetzt ganz neue Herausforderungen haben und eine reine Freiwilligkeit hier zum Beispiel nicht mehr zielführend ist, weil wir ja aufgrund der energiepolitischen Ziele, die wir hier haben, gerade den massiven Zubau von den sogenannten Energiewendetechnologien, also Elektrofahrzeuge, Wärmepumpe, Speicher, die sollen jetzt eben massiv zugebaut werden. Und selbstverständlich muss sich das natürlich auch mit der Netzkapazität vertragen. Und das war jetzt oder ist, wäre jetzt, ohne dass man jetzt hier nochmal an dem regulatorischen Rahmen etwas ändert, doch in Frage gestellt. Und man muss auch immer sagen, der bedarfsgerechte Netzausbau, der erfolgt in der Regel immer erst mit einem zeitlichen Versatz, weil ja nie vorher klar ist, in einem Netzbereich, wie viel Kapazität brauche ich, wie viel Zubau habe ich denn in einem Netzbereich. Und da drohte natürlich dann immer auch die Gefahr von Überlastung. Und weil es ja so wichtig ist, dass diese Anlagen so schnell wie möglich ans Netz kommen, das heißt, es ist natürlich kontraproduktiv, wenn dann diese Anlagen mit der Begründung fehlender Netzkapazität abgelehnt werden. Dementsprechend braucht es hier ein neues System und das Ziel ist eben, Überlastung im Verteilnetz verhindern, sofortigen Netzanschluss der Anlagen garantieren und aber auch, und das ist in dieser Festlegung auch noch berücksichtigt worden, den Komfortverlust bei Kunden deutlich zu minimieren. Das heißt, bisher war es ja so fixe Sperrzeiten und jetzt wird mit der neuen Systematik das die Erforderlichkeit einer Steuerung nochmal mehr in den Blickpunkt gerückt, sodass eben der Kunde nur dann einen Komfortverlust in Anführungsstrichen, also wenn er das überhaupt merkt, je nach intelligenter Steuerung wird das ja vielleicht sich auch in Grenzen halten, aber soll dort auch nochmal genaues Augenmerk drauf gelegt werden, wirklich nur dann zu steuern, wenn es auch wirklich erforderlich ist. So, die BNetzA hat am 27.11. dann letztendlich zwei Festlegungen veröffentlicht. Das ging das ganze letzte Jahr schon, sodass die Branche wir hatten also ein Eckpunktepapier im Frühling letzten Jahres, haben wir dann diskutiert mit der Branche, also die Bundesnetzagentur hat die gesamte Branche auch regelmäßig auch mit einbezogen. Man konnte Stellung zum Eckpunktepapier nehmen, zu der ersten Konsultationsfassung, sodass jede Marktrolle, jeder Bereich eigentlich auch seine Bedürfnisse und Anmerkungen dort platzieren konnte. Und jetzt haben wir leider etwas kurzfristig, weil das Ganze jetzt ja schon seit dem 01.01.2024 in Kraft ist, wurde dann erst am 27.11. der finale
Festlegungstext veröffentlicht, sodass eigentlich noch sehr vieles in der Schwebe ist. Jetzt müssen sich alle erstmal sortieren, alle müssen sich jetzt erst noch ein bisschen darauf vorbereiten, weil auch natürlich jeder darauf gewartet hat, dass der finale Text jetzt veröffentlicht wird. Und dementsprechend witzig ist das auch so ein iterativer Prozess. Vielleicht werden wir auch heute nicht alle Ihre Fragen beantworten können dazu, weil sich das auch erst noch in der Praxis auch finden muss. Aber wir schauen mal. Zwei Festlegungen, einmal zur Ausgestaltung der Vorgaben und eine Festlegung explizit zu den Netzentgelten, die im Kontext 14a künftig gelten. So, erstmal für welche Anlagen und für wen gelten denn die neuen 14a-Vorgaben? Das sind einmal die privaten Ladepunkte für Elektromobile und explizit eben privat und nicht öffentliche Ladepunkte, weil man da ganz klar sich positioniert hat, öffentliche Ladeinfrastruktur. Da bedarf es einfach jederzeitiger Verfügbarkeit. Da macht es wenig Sinn, wenn man hier dann steuernd eingreift. Deswegen klarer Fokus auf private Ladepunkte, also das heißt Wallboxen. Wärmepumpen inklusive der Zusatz- und Notheizvorrichtungen, die Anlagen zur Raumkühlung und Stromspeicher. Beim Thema Stromspeicher gab es dann noch eine Neuerung, eine Überraschung im finalen Entwurf, nicht finalen Entwurf, sondern in der finalen Festlegung. In der Konstruktionsphase waren eigentlich, so war die Lesart, nur die sogenannten Eigenverbrauchsspeicher mit umfasst, die eben nur den eigenerzeugten Strom zwischenspeichern und eben keinen Netzanschluss oder keinen Strom aus dem Netz einspeichern. Das wurde jetzt in der finalen Fassung geändert und jetzt ist es eigentlich unerheblich, ob jetzt tatsächlich Strom aus dem Netz in den Speicher eingespeichert wird, weil beide Varianten sind jetzt davon umfasst. Da sagt aber der Herr Mauser gleich noch ein bisschen was dazu, was der Hintergrund dazu ist. So, diese 14a oder diese Anlagen, die müssen über eine Netzanschlussleistung größer 4,2 kW verfügen. Sie müssen einen mittelbaren oder unmittelbaren Anschluss an die Niederspannung haben und es sind erstmal nur Neuanlagen betroffen. Und Neuanlagen in dem Kontext heißt eine Inbetriebnahme ab dem 01.01.24. So, und bei dem Thema müssen alle Netzbetreiber mitmachen. Da kann also jetzt kein Netzbetreiber sagen, also bei mir habe ich eigentlich gar keine Netzengpässe, ich muss auch gar nicht steuern, ich brauche da ja gar nicht mitmachen. Das war also explizit, ist von der Bundesnetzagentur festgelegt worden, da muss jeder mitmachen, weil sich ja auch jederzeit in einem Netzgebiet die Lage auch ändern kann. Ausgenommen sind die sogenannten geschlossenen Verteilernetze, das heißt Netzbetreiber, die im Sinne von geschlossenen Verteilern tätig sind. Das sind sowas wie Flughäfen oder Chemieparks, die sind außen vor. Und auch auf der Betreiber von 14-Anlagenseite, dort gibt es eben auch eine Teilnahmeverpflichtung. Hier gibt es nur Ausnahmen, das sehen Sie unter der Fußnote 3, Anlagen, die zu betriebsnotwendigen Zwecken eben eingesetzt werden, wie Prozess, Wärmepumpen, wie auch immer, also die zu Produktionszwecken auch eingesetzt werden oder eben die nicht zur Raumheizung oder Kühlung in Wohnbüro oder Aufenthaltsräumen dienen, die sind auch außen vor. Und vielleicht noch ein Hinweis noch für Wärmepumpen und die Klimaanlagen. Wenn man jetzt hinter einem Netzanschluss zum Beispiel drei kleinere Wärmepumpen, die haben jetzt jeweils nur 2 kW betreibt, dann werden diese Wärmepumpen von der Anzahl her zusammengefasst und insbesondere auch von ihrer Leistung. Das heißt, habe ich 3 mal 2 kW, dann bin ich bei 6 und falle dann eben auch unter den 14a. Und diese drei kleinen Wärmepumpen werden als eine Anlage gewertet. So, jetzt hatten wir gesehen, dass das Ganze nur für die Neuanlagen gilt. Und was gilt denn jetzt für Anlagen, die im Bestand sind? Es gibt ja, wie ich eingangs sagte, ja schon auch Anlagen, die eine freiwillige Vereinbarung geschlossen haben. Also alle, die bis 31.12.2023 über eine solche Vereinbarung verfügen, für die gilt jetzt Folgendes. Vielleicht erstmal vorab, Nachtspeicherheizungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Das heißt, die nehmen gar nicht am 14a-Modell teil. Die können also weiter betrieben werden wie bisher auch. Da gibt es einen sogenannten Bestandsschutz. Die können allerdings auch nicht in das neue 14a-Modell wechseln, auch wenn sie wollten. Jetzt haben wir die 14a-Anlagen mit bestehender 14a-Vereinbarung, also mit dieser freiwilligen Vereinbarung.
Und die können bis längstens 31.12.2028 in ihrem bisherigen Regime bleiben. Da ändert sich also erstmal nichts. Und danach werden sie verpflichtend in das neue 14a-Modell überführt. Sie können allerdings jederzeit auch in das neue 14a-Modell wechseln. Das heißt, wenn jetzt einer für sich entscheidet, das neue Modell, insbesondere mit der neuen Netzentgeltlogik, das ist attraktiv für mich, dann kann man in das neue Regime wechseln und der Netzbetreiber darf das nicht ablehnen. Jetzt gibt es auch die 14a-Anlagen, die bisher noch keine 14a-Vereinbarung hatten. Das sind dann zum Beispiel so Wärmepumpen, die vielleicht nur 2000 Kilowattstunden bisher verbraucht haben, wo sich bisher die separate Messung, also insbesondere mit der ganzen Zählerplatzaufrüstung, gar nicht gelohnt hat, im Hinblick auf die Reduzierung der Netzentgelte, die man dafür kriegt. Die können auch, also diese Vereinbarung gilt auch erstmal dauerhaft fort, die können die dauerhaft in Anspruch nehmen. Sie können auch freiwillig wechseln, aber wenn Sie sich einmal entschieden haben, das neue Modell zu wechseln, dann können Sie nicht mehr zurück. So, und alle Anlagen, die jetzt nicht mehr unter diese neue Definition fallen, wie ich sie Ihnen gerade vorgestellt habe, da gilt die bisherige Vereinbarung bis längstens 31.12. fort. Die wechseln allerdings dann nicht in das neue Modell. Und seit dem 01.01.2024 kann auch keine freiwillige Vereinbarung nach dem alten Recht mehr abgeschlossen werden. So, hier mal ganz schematisch dargestellt, was sich eigentlich künftig bei der Steuerung von 14a-Anlagen durch den Netzbetreiber ändert. Das machen gleich meine Kollegen nochmal im Detail. Nur hier der Vollständigkeit halber, dass Sie die Begrifflichkeiten auch schon mal gehört haben. Also wir hatten ja, das jetzige Modell ist ja eher so feste Sperrzeiten, unabhängig jetzt vom Vorliegen eines Netzengpasses. Das unterscheidet sich jetzt schon mal deutlich von der sogenannten präventiven Steuerung. Das ist das sogenannte Übergangsmodell, was jetzt längstens Anwendung finden soll bis Ende 2028. Und da ist signifikant, dass eine präventive Steuerung auch an einer Erforderlichkeit festgemacht wird. Und sie wird auf Basis einer rechnerischen Engpassprognose mit historischen Netzzustandsdaten ermittelt. Im Gegensatz zur netzorientierten Steuerung, das ist das Zielmodell. Da will die Bundesnetzagentur hin und signifikant für die netzorientierte Steuerung ist eben das Thema Echtzeit. Da soll eben eine Netzzustandsermittlung unter anderem durch Netzzustandsdaten in Echtzeit erhoben werden. Das heißt, da braucht man erstmal eine Digitalisierung des Netzbereichs. In Ortsnetzstationen müssen intelligente Messsysteme eingebaut werden, sodass dann eben auch die entsprechende Transparenz im Netz vorliegt, damit ich letztendlich auch auf Basis von Echtzeit oder auf Basis einer Echtzeit-Netzzustandsermittlung steuern kann. Jetzt will ich Ihnen noch eine kurze Sonderregelung mitgeben. Wir hatten ja eben die Bestandsanlagen, die ja auch jederzeit freiwillig in das neue Modell wechseln können. Da hat man jetzt eine Übergangsregelung geschaffen. Kann jetzt die Art der Steuerung bis längstens 31.12.2025 fortgeführt werden. Das heißt, wenn jetzt, wenn wir eine alte sozusagen, also eine Bestandswärmepumpe haben, die bisher fixe Sperrzeiten hatte, die möchte jetzt gerne das neue Modell wechseln, dann darf diese fixe Sperrzeitsteuerung sozusagen bis zum 31.12.2025 nochmal fortgeführt werden. Das hat man zugunsten der Netzbetreiber noch eingeführt, weil natürlich auf Basis dessen hat man ja jetzt auch so geplant und das soll jetzt erst nochmal übergangsweise fortgeführt werden können. So, wir hatten ja jetzt die Systematik, eine Steuerung und im Gegenzug gibt es eine Netzentgeltreduzierung und in diesem Zuge gibt es jetzt umfangreiche Meldeinformations- und Dokumentationspflichten für Netzbetreiber und Betreiber. Der Netzbetreiber, der hat eine Reihe auch an Meld- und Informationspflichten, die dienen in erster Hinsicht erstmal Transparenzgründen. Weil auch gerade so in der Konsultationsphase im letzten Jahr, da kamen dann schon von vielen Marktteilnehmern so die Themen hoch, ja, woher weiß man denn, dass der Netzbetreiber jetzt nur steuert, wenn es erforderlich ist? Da muss also eine gewisse Transparenz auch rein, er muss das ja auch nachweisen, damit man das dann auch als Betreiber vielleicht auch nachvollziehen kann. Und dem hat man jetzt entsprochen und jetzt muss der Netzbetreiber eben zum Beispiel den Start- und Endzeitpunkt des präventiven Steuerns, wann hat er das erste Mal auch dann gesteuert nach der neuen Logik, wann wechselt er in die netzorientierte Steuerung
und dann künftig in dem netzorientierten Steuerungsmodell, wenn dann gesteuert wird, muss er das auch dem Betreiber mitteilen. Und es soll eben eine gemeinsame Internetplattform geben, wo eben diese Themen auch nochmal aufgeführt sind. Und das soll eben auch dazu beitragen, dass ein Betreiber, der sich vielleicht informieren will, bevor er sich eine 14a-Anlage anschafft, nochmal genau die Rahmenbedingungen in dem für ihn geltenden Netzgebiet erfährt. Das Ganze muss für die Dauer von 2 Jahren aufbewahrt werden. Das ist jetzt erstmal die Netzbetreiberseite. Und jetzt kommen wir zur Betreiberseite und der bekommt jetzt auch einen ganzen Schwung an neuen Pflichten. Und da muss man auch ganz klar sagen, das sind auch Pflichten, die jetzt auch wirklich nachhaltig auch einzuhalten sind. Wir hatten sogar im Konsultationsverfahren, wurde das mit Vertragsstrafen als Vorschlag schon mal belegt. Da sollte also, wenn man jetzt zum Beispiel seine 14a-Anlage außer Betrieb nimmt und man hat das nicht gemeldet, dann sollte es 5.000 Euro Strafe geben für den Betreiber. Das hat man jetzt Gott sei Dank wieder rausgenommen. Nichtsdestotrotz ist es ganz, ganz wichtig, dass sich hier alle auch an ihre Pflichten halten, damit das Gesamtsystem funktionieren kann. Insbesondere muss der Betreiber gegenüber dem Netzbetreiber die technische Inbetriebnahme jeder 14a-Anlage im Voraus melden. Er muss eine etwaig benötigte Leistungserhöhung an den Netzanschluss mitteilen. Er muss jede leistungswirksame Änderung von 14a-Anlagen anzeigen und vor allen Dingen eben die dauerhafte Außerbetriebnahme einer Anlage muss er melden. Weil ja nicht diese Informationen auch wichtig für den Netzbetreiber sind, damit er auch weiß, wie viele Anlagen habe ich denn in meinem Netzgebiet, sondern auch, weil er ja schließlich auch eine Netzentgeltvergünstigung bekommt und die soll er natürlich nur so lange bekommen, wie er auch eine 14a-Anlage betreibt. Und wichtig ist auch, und da kommen meine Kollegen dann gleich auch nochmal drauf, wie man das Ganze denn auch dann vielleicht in der Praxis auch nachweisen kann oder wie man das dann umsetzen kann. Der Betreiber ist auch verpflichtet, Nachweise über die konkrete Umsetzung der Steuerungsvorgaben in sogenannter geeigneter Weise für die Dauer von 2 Jahren zu dokumentieren. Das heißt, er muss schon in irgendeiner Form sicherstellen, dass er nachweisen kann, dass er die Steuerbefehle des Netzbetreibers auch tatsächlich umgesetzt hat. Und wenn daran berechtigte Zweifel bestehen, dann hat er das auf Verlangen des Netzbetreibers vorzulegen oder nachzuweisen. Auch die Bundesnetzagentur hat hier das Recht, hier entsprechende Nachweise einzuholen. So, der Betreiber, der ist für die Herstellung der Steuerbarkeit und deren Umsetzung verantwortlich. Das ist eben auch jetzt auch nochmal eine ganz wichtige Information. Das heißt konkret, die Kosten und Installation und Betrieb der ganzen Thematik rund um die Herstellung der Steuerbarkeit, die trägt der Betreiber. Das ist also seine Aufgabe. Und er hat eben auch die Pflicht zur Herstellung der Steuerbarkeit. Also er muss dafür Sorge tragen, dass seine Anlage steuerbar ist. Er kann dann zwar, da komme ich dann im letzten Punkt drauf, sich seiner Verpflichtung sozusagen eines anderen bedienen, nämlich dem Messstellenbetreiber oder den Netzbetreiber, den kann er beauftragen, damit der für ihn dann die Steuerbarkeit herstellt, also die technische Herstellung der Steuerbarkeit. Aber dennoch liegt es erstmal in seiner Verantwortung. Und der Betreiber muss natürlich auch dafür sorgen, dass seine 14a-Anlagen entsprechend der Vorgaben des Netzbetreibers stets gesteuert werden können. Also es muss ständig auch so sein, dass da auch die Steuerung betriebsbereit ist sozusagen. Und die Umsetzung und Einhaltung der vorgegebenen Leistungswerte, da sagen dann auch meine Kollegen gleich noch ein bisschen näher was zu, die muss jederzeit sichergestellt sein. So, und jetzt haben wir gehört, dass er eine Menge Pflichten hat, aber er hat eben aber auch, er muss ja irgendwie auch in die Lage versetzt werden, dass er diesen Verpflichtungen auch gerecht wird. Und deswegen hat ihm der Gesetzgeber und auch die Festlegung der Bundesnetzagentur einen Anspruch auf Beauftragung mit der Herstellung der Steuerbarkeit gegeben. Das heißt, der Betreiber, der erfüllt seine Verpflichtungen schon, wenn er seinen Messstellenbetreiber oder den Netzbetreiber mit der Herstellung der Steuerbarkeit beauftragt. Also das heißt, der wendet sich an den, schreibt eben im Text, also am besten irgendwie einen Brief oder dokumentiert das in geeigneter Weise. Ich habe hier eine 14a-Anlage und ich möchte gerne, dass du jetzt die Steuerbarkeit für mich umsetzt. Und dann ist ab diesem Zeitpunkt der Auftragserteilung, eigentlich hat er seiner Verpflichtung Genüge getan. Das ist dann unerheblich, ob und wann der Messstellenbetreiber oder der Netzbetreiber die Steuerbarkeit tatsächlich herstellt. Das ist unerheblich. Das heißt,
Er hat, das ist also, das hat der Gesetzgeber eben auch zugunsten des Betreibers, auch zu seinem Schutz reingeschrieben, weil er ja davon abhängig ist, dass ein Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber rechtzeitig reagiert. Und dieses Risiko wollte man aber nicht dem Betreiber auferlegen, sondern man hat ihm dann diesen Anspruch auf Beauftragung gegeben und den kann er dann auch relativ einfach erfüllen. So, und jetzt haben wir auch gehört, es gibt eine Menge Pflichten, aber eben auch nochmal das Recht. Wenn die Steuerung hergestellt wird und auch durchgeführt wird, generell hat dann auch natürlich, wenn dieses ganze System dann auch läuft, hat dann auch der Netzbetreiber einen sofortigen Netzanschluss von 14 Anlagen zu ermöglichen. Das heißt, eine Verzögerung oder Ablehnung mit der Begründung, dass die Netzkapazität nicht ausreicht, die ist dadurch vom Tisch, weil wir ja jetzt ein Instrument für den Netzbetreiber haben, dass er in dieser Zeit bis zum Netzausbau für diese Übergangszeit die Möglichkeit der Steuerung hat und dementsprechend muss er dann auch die Anlagen anschließen. So, hier mag vielleicht auf den ersten Blick etwas kompliziert aussehen, aber ich wollte Ihnen gerne auch nochmal die Verantwortlichkeiten und die Option bei der Herstellung der Steuerbarkeit bei Neuanlagen vorstellen, weil wir haben ja hier auch nochmal das sogenannte Messstellenbetriebsgesetz. Da geht es ja um den Einbau von intelligenten Messsystemen, die ja jetzt künftig zwingend einzubauen sind. Und da sieht ja das Gesetz vor, dass auch die Steuerung bei 14a-Anlagen bei Vorhandensein eines intelligenten Messsystems zwingend über das intelligente Messsystem auch auszuführen ist. Jetzt sieht allerdings das Messstellenbetriebsgesetz einige Übergangszeiten vor. Also, wenn wir jetzt eine Kundenanlage haben, da wird jetzt eine 14a-Anlage eingebaut, dann ist es jetzt erstmal unerheblich, was jetzt da, ob jetzt da schon ein intelligentes Messsystem eingebaut ist oder vielleicht auch nur eine sogenannte moderne Messeinrichtung, wie Sie das hier in dem grauen Kasten sehen. Wenn aber ein intelligentes Messsystem eingebaut ist, dann hat der Messstellenbetreiber bis zum 31.12.2024 die Möglichkeit, entweder noch übergangsweise konventionell zu steuern, also mit diesen Grundsteuerempfängern oder mit anderen Dingen. Oder er sagt, nein, ich entscheide mich eigentlich sofort auf diese BSI-zertifizierte FNN-Steuerbox, die sogenannte Zieltechnik im Kontext der Steuerbox. Wenn er sich für die konventionelle Steuerung entschieden hat, dann muss er allerdings bis Ende 2025 das alles vor Ort dann so aufrüsten, entweder über Software-Update, auch, dass eben eine FNN-Steuerbox und Anbindung an das intelligente Messsystem erfolgen kann. Die Besonderheit ab dem 01.01.2025 ist, bei Anlagen, die dann neu in Betrieb genommen werden, ist dann schon ein intelligentes Messsystem, habe ich eben nicht mehr die Möglichkeit, dass ich alternativ auf eine konventionelle Steuerung erstmal gehen muss. Dann muss ich zwingend die FNN-Steuerbox und Anbindung an das intelligente Messsystem sicherstellen. Da habe ich eben keine übergangsweise Alternativlösung mehr. So, jetzt haben wir noch, möchte ich Ihnen gerne noch einen Überblick über die neue Netzentgeltsystematik für Anlagen der 14a geben. Da gibt es ja auch eine umfangreiche Festlegung der Bundesnetzagentur. Ich habe das mal versucht, hier auf eine Folie zu packen. Also der Betreiber hat jetzt künftig die Wahl, je nachdem, wie die Betriebsweise seiner 14a-Anlagen ist, für welches Messkonzept er sich entschieden hat, ein für ihn günstiges Netzentgeltmodell zu wählen. Da gibt es jetzt einmal das sogenannte Modul 1, das ist das Standardmodul, das nennt man auch Default-Modul, da fallen erstmal alle rein. Erstmal ist man im Modul 1 zugeordnet und das ist eine Kombination aus einem bundesweit einheitlichen Pauschale und einer Stabilitätsprämie. So, und Modul 1 da ist signifikant, dass es eben keine separate Messung der 14a-Anlagen gibt, sondern die 14a-Anlagen, die laufen einfach mit in den Gesamthaushaltsverbrauch mit rein. Da wird also nichts gesondert gemessen und dafür gibt es dann eben auch nur eine, also was heißt nur, es gibt eine Pauschale und die wird nach einer bundesweit einheitlichen Formel berechnet und ist eine Bereitstellungsprämie, die beträgt bundesweit 80 Euro. Die 80 Euro, die setzen sich jetzt daraus zusammen, dass man als Bundesnetzagentur sich hingesetzt hat und gerechnet hat, was hat eigentlich der Kunde denn für Kosten? Insbesondere wurden jetzt hier die Kosten für die Herstellung der Steuerbarkeit angesetzt. Das heißt, ein intelligentes Messsystem kostet nach Preisobergrenze, nach dem Messstellenbetriebsgesetz 50 Euro pro Jahr. Dann kommen noch 30 Euro für die Herstellung der Steuerbarkeit,
sowohl die informationstechnische Anbindung als auch die Steuerbox an sich, dann sind wir dann auch schon bei 80 Euro und diese 80 Euro kriegt der Kunde schon mal 1:1 wieder. Und dann gibt es noch die sogenannte Stabilitätsprämie und die berechnet sich individuell nach dem Arbeitspreis des Netzbetreibers für die Netznutzung. Da wurde jetzt, da sehen Sie unten in diesem orangenen Kasten, ein durchschnittlicher Wert einer 14a-Anlagenverbrauch zugrunde gelegt, der ist fix. Der wird dann mit dem Arbeitspreis des spezifischen Netzbetreibers multipliziert und mit einem Stabilitätsfaktor von 0,2 multipliziert. Und was dabei herauskommt, ist dann der Rabatt. Und die Reduzierung, da habe ich Ihnen mal so einen Anhaltspunkt mitgegeben, das ist eine Spanne bundesweit zwischen 110 und 190 Euro, die dann einfach auf der Lieferanten, also auf der Stromrechnung des Kunden, dann vom Lieferanten pauschal unten abgezogen wird als gesonderter Posten. Und ja, so wird das dann abgewickelt. Kommen wir zum Modul 2. Das ist auch ab dem 01.01.2024 schon zwingend durch den Netzbetreiber anzubieten. Das ist die Alternative zum Modul 1. Und das ist immer dann, kann das gewählt werden, wenn ich meine 14a-Anlage gesondert messe. Also das heißt, ich habe eine separate Messung der 14a-Anlagen, wie es jetzt zum Beispiel in dem früheren oder alten 14a immer auch vorgesehen war. Da war ja die Anforderung, die 14a-Anlage muss separat gemessen werden. Das wäre jetzt hier notwendig, wenn ich Modul 2 wählen möchte. Und dann bekomme ich eine Reduzierung des energiemengenabhängigen Arbeitspreises, also auch wieder, das ist so eine individuelle Reduzierung je Netzbetreiber, um 60%. Und das, ja, das lohnt sich eben dann immer, wenn im Grunde die Kosten für die zusätzliche Messung geringer sind als das, was ich letztendlich mit je nachdem, was ich da, wenn ich einen hohen Verbrauch habe von 14a-Anlagen, sich dann auch Modul 2 rechnen kann. Man kann auch Modul 1 und Modul 2 dann kombinieren, wenn ich eben zwei unterschiedliche Marktlokationen habe. Also Marktlokation heißt, das ist der Ort, wo eine Entnahme oder wo eine Einspeisung stattfindet. Ich könnte also jetzt zum Beispiel bei Modul 1, ich habe jetzt eine eigene 14a-Anlage, das ist jetzt ein Speicher, der aber keinen Netzbezug hat, den lasse ich jetzt auf Modul 1 laufen, zusammen mit meinem Gesamthaushaltsverbrauch. Ich habe aber noch eine Wallbox und eine Wärmepumpe, die eben ja auch erheblichen Verbrauch haben, die würde ich dann auf Modul 2 setzen. Und so könnte ich profitieren und diese Entscheidung würde ich dann treffen, wenn immer die Kosten, die zusätzlichen Kosten, die ich für die separate Messung habe, im Grunde geringer sind als die Netzentgeltreduzierung, die ich dafür bekomme. Dann haben wir noch eine dritte Variante, das ist hier das Modul 3. Und das ist das sogenannte Anreizmodul, das ist ein zeitvariables Netzentgelt. Also es gibt jetzt das erste Mal, soll es ein zeitvariables, also müssen Netzbetreiber eben ein zeitvariables Netzentgelt anbieten. Da hat die Bundesnetzagentur hier auch so ein paar Rahmenbedingungen vorgegeben. Es soll 3 Tarifstufen geben. Da sehen Sie, dass es da Hochlasttarif geben kann und einen Niederlasttarif. Und in welcher Spanne der sich jetzt hier bewegen muss im Vergleich zum Standardtarif. Und der ist allerdings immer nur in Kombination mit Modul 1 wählbar. Also Modul 2 und 3 geht nicht. Alle Kunden, die Modul 1 gewählt haben, die können sich dann überlegen, ob sie Modul 3 noch dazu nehmen möchten. Allerdings wird es das erst ab dem 01.01.2025 geben. Hier bedarf es noch einer gewissen Übergangsfrist, weil auch messtechnisch noch nicht so ganz so klar ist, wie man das Modul eigentlich mit dem intelligenten Messsystem auch abbildet. Da gibt es auch noch viele offene Fragen. Das heißt, da hat man erstmal gesagt, da geben wir noch eine gewisse Übergangszeit. Und der Netzbetreiber ist allerdings dann auch verpflichtet, ein solches anzubieten. Und er muss dann jedes Jahr zum 15.10. Die Preisstufen, wenn er sie ändern will, eben für das ganze gesamte Netzgebiet nochmal veröffentlichen. So, abgewickelt wird das Ganze, das heißt, wo landet diese Reduzierung oder wer gibt die denn weiter? Da sagt die Bundesnetzagentur, das soll der Lieferant des Kunden machen. Ne, der muss also jetzt diese Rabatte, die sich durch die Netzentgeltreduzierung ergeben, 1:1 an den Kunden weitergeben. Der Kunde kann sich auch dafür entscheiden,
die Module zu wechseln. Das heißt, wenn er erstmal im Modul 1 gelandet ist und dann hinterher stellt er fest, es macht für mich irgendwie mehr Sinn, im Modul 2 zu sein, oder er war erst im Modul 2 und will dann in Modul 1, dann kann er das sehr gerne machen. Das ist jederzeit möglich, allerdings immer nur über die Zukunft. Und was nochmal ganz wichtig ist, diese Netzentgeltreduzierung, die kann der Kunde in Anspruch nehmen, unabhängig davon, ob ein intelligentes Messsystem verbaut ist, ob tatsächlich schon Steuerungstechnik verbaut ist und unabhängig davon, ob überhaupt schon gesteuert wird. Da hat der Kunde definitiv einen Anspruch, das hängt nicht davon ab. So, und meine letzte Folie soll nochmal einen kurzen Überblick über den Prozessablauf geben. Da habe ich ihn nochmal zusammengestellt, mit welchen Marktrollen sozusagen, wer jetzt was mit wem wann machen muss. Das ist allerdings also eine vorläufige Übersicht. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, nur dass Sie vielleicht mal den Gesamtzusammenhang sehen, wer da alles so beteiligt ist. Zwischen Betreiber und Installateur ist natürlich das Thema Anschluss, Wärmepumpe, Wallbox, Speicher, dann das Thema, dann entscheidet sich natürlich dann auch mit Beratung des Installateurs der Kunde dann, welches Messkonzept möchte er haben, möchte er eine separate Messung, also der Wärmepumpe zum Beispiel haben, oder will er das alles über eine Messung laufen lassen, zusammen mit dem Haushaltsverbrauch. Die Art der Steuerung, die habe ich bisher noch nicht erwähnt, da kommen meine Kollegen aber gleich nochmal drauf, ist die Umsetzung der Steuerung, die der Netzbetreiber vorgibt, die kann entweder direkt an der 14a-Anlage umgesetzt werden, man kann aber auch über ein Energiemanagementsystem am Netzanschluss das Ganze steuern. Das muss ich allerdings auch dem Netzbetreiber mitteilen. Ich muss dem Netzbetreiber die 14a-Anlage an den Netzbetreiber, also muss ich ihm melden. Ich muss das Messkonzept und die Steuerungsart melden. Und natürlich muss dann auch der Betreiber rechtzeitig auch die Beauftragung des Messstellenbetreibers oder wahlweise des Netzbetreibers zur Herstellung der Steuerbarkeit beauftragen. Das hatten wir ja eben schon, weil er ja da grundsätzlich für verantwortlich ist und diesen Auftrag muss er stellen. Weiter geht es dann noch, dass eigentlich noch ein 14a-Vereinbarung zwischen dem Betreiber und dem Netzbetreiber abgeschlossen werden muss. Abschluss hier in Anführungsstrichen, weil das Ganze kann auch konkludent laufen. Ne, glaube ich, mit Inbetriebnahme der 14a-Anlage, dann ist eben auch ein entsprechender Vertrag geschlossen. Dieser Vertrag ist allerdings auch Grundlage dafür, dass dann die Netzentgeltreduzierung auch in Anspruch genommen wird. Gegebenenfalls müssen noch zusätzliche Messeinrichtungen eingebaut werden, Stichwort separate Messung. Dann erfolgt die Inbetriebnahme der 14a-Anlage, die Übermittlung der Inbetriebssetzungsanzeige an den Netzbetreiber. Und dann geht es weiter, dass natürlich dann auch der Netzbetreiber Informationspflichten hat, weil der Lieferant, der ja dann den Kunden beliefert, der kann ja jetzt nicht selber beurteilen, ob jetzt der Kunde eine 14a-Anlage hat oder nicht und ob die jetzt unter diese Voraussetzungen des Gesetzgebers fällt. Das muss der Netzbetreiber melden und dementsprechend meldet er dann die Einordnung der 14a-Anlage über die sogenannte Marktkommunikation an den Lieferanten oder an die anderen Beteiligten und er meldet auch gleichzeitig, auf welches Modul im Grunde der Kunde auch Anspruch hätte. Also das heißt, er könnte jetzt auch, wenn er eine separate Messung hat, könnte er auch Modul 2 in Anspruch nehmen. Und das wird eben alles gesondert über die Marktkommunikation kommuniziert, damit der Lieferant dann auch aufgrund dessen dem Kunden auch den richtigen Vertrag anbieten kann. Und der Kunde, der schließt dann einen Liefervertrag über Modul 1 oder 2 oder künftig eben auch in Kombination von Modul 1 mit Modul 3 mit seinen Lieferanten ab. Und in diesem Verhältnis wird dann auch die Netzentgeltreduzierung über den Lieferantenvertrag abgerechnet. So, und damit wäre ich jetzt mit meiner groben Einordnung durch. Hier, genau. Also wie lange kann eine 2014 gebaute Wärmepumpe ohne Steuerung weiterbetrieben werden? Das hatte ich eben, genau, das hatten, konnten Sie eigentlich, hatte ich eben schon erläutert. Also das ist ja dann eine Bestandsanlage ohne 14a-Vereinbarung, die kann eigentlich dauerhaft fortgeführt werden. Hat Bestandsschutz, ne? Ganz genau. Die kann dauerhaft, es sei denn, man möchte auch in das 14a-Modell wechseln, das kann man dann jederzeit tun. Wenn es eine 14a-Anlage wäre im Bestand? Genau, das muss man natürlich auch, genau richtig. Ne? Da hätte sie bis 1.1.2029, glaube ich, Zeit, ne? Um dann in das neue ganz genau, zu wechseln. Ne? Mhm, genau. Richtig. Also, genau. Gut. So, hier. Wie sind Energielieferanten in dem System integriert, beziehungsweise wie erfolgt die Verrechnung der geminderten Netznutzung?
Das heißt, hatte ich eben gesagt, ne, im Rahmen des Stromliefervertrages des Kunden wird diese Netzentgeltreduzierung dann berücksichtigt. Das macht also zwingend der Lieferant mit dem Betreiber der 14a-Anlage. So, was haben wir noch? Werden die Kosten des alten FRE bei vorzeitiger Teilnahme am 14a teilweise erstattet? Das ist eine schöne Frage an den Netzbetreiber. Die würde ich sagen, genau, kommt gehen wir gerne mal weiter. Genau, die beantworten wir später, genau. Was ist hier? Erfolgt diese Entlastung einmalig nach der Anmeldung oder jährlich? Das ist eine jährliche Entlastung, ne? Wird also jedes Jahr aufs Neue gewährt, gilt pro Jahr. Okay. So. Das ist auch noch gut. Hat man eine Wärmepumpe und eine Wallbox, bekommt man die Prämie dann zweimal oder nur einmal? Das hängt jetzt wieder davon ab, wie das Messkonzept aufgebaut ist. Wenn ich die über Modul 1 abwickle, dann ist es pro sogenannter Marktlokation, wird das dann, wenn alle 14a-Anlagen unter diese Pauschale, wird also diese Pauschale nur einmal gewährt. Wenn ich allerdings eine separate Messung habe, könnte ich das dann so aufteilen, dass ich sowohl Modul 2 als auch Modul 1 in Anspruch nehmen könnte. So. Das hier? Mit wem kommuniziert der Betreiber den Wunsch von Modul 1, 2 oder 3? Geht das über den Netzbetreiber und dieser teilt es dem Lieferanten mit? Ja, also das ist genau eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die auch extrem praxisrelevant ist. Sagen wir es mal so. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass... Also ich hatte ja eben gesagt, dass der Netzbetreiber dem Lieferanten erstmal mitteilt, welche Voraussetzungen da überhaupt möglich sind, ne? Modul 1 oder Modul 2. Wenn jetzt der Kunde sich für eine separate Messung entschieden hat und der möchte gerne Modul 2 haben, dann weiß das, also dann werden ja auch die entsprechenden Voraussetzungen ja auch geschaffen. Und dann würde dann auch der Netzbetreiber das dem Lieferanten mitteilen, dass hier Modul 2 ist. Und dann müssen natürlich sich Lieferant und Betreiber zusammensetzen und einen Vertrag schließen. Dass dann auch das, ne, so läuft das. Genau. Alles erledigt. Gehen wir weiter runter. Beantworten wir noch zwei Fragen, dann machen wir den Rest später. Das sind alles sehr technische Fragen, die würde ich dann, können wir dann vielleicht später, mal genau. Später machen. Vielleicht ist es ja auch so, dass Ihre Fragen dann auch im Rahmen der Vorträge der Kollegen noch beantwortet werden. Zum Teil werden sie beantwortet mit den Vorträgen dann, genau, aber wir suchen jetzt noch ein, zwei Fragen raus. So, ist es denkbar, dass auch EU immer ein ähnlicher Ansatz der Steuerung übernommen wird? Also da können wir im Moment noch nichts zu sagen. Erstmal ist das ein rein nationales Thema. Na, also die Bundesnetzagentur hat... die hat sich jetzt nicht auf irgendetwas bezogen oder das in irgendeiner Form international, also auf EU-Ebene diskutiert. So, warum wurde so eine kurze Übergangsfrist vereinbart? Sie meinen, welche Übergangsfrist jetzt speziell? Das sollte mindestens 2 Jahre dauern und nicht 5 Wochen mit Weihnachten. Ja, können wir Ihnen absolut recht geben. Wir hätten uns auch gewünscht, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Selbst die Netzbetreiber, die ja von dem 14a maßgeblich auch profitieren, sagen, wir hätten auch gerne vielleicht oder viele, es hätte jetzt auch eine Übergangszeit von einem Jahr. Hätte auch gereicht sozusagen, da hätten alle irgendwie sich in Ruhe darauf einrichten können. So hatten wir gerade mal mehr oder weniger 4 Wochen mit Weihnachtsferienabzug 3 Wochen und deswegen ist auch noch alles so ein bisschen im Fluss. Auch nicht alle Netzbetreiber haben jetzt schon sämtliche Prozesse hier schon umsetzen können. Auch bei Lieferanten bedarf es jetzt noch einiger Vorbereitungszeit und selbstverständlich für Sie als Installateure natürlich auch. Okay. Aber Bundesnetzagentur war nicht davon zu überzeugen. Die hatten sich vorgenommen, das dieses Jahr in Kraft setzen zu lassen. Sollen wir das noch beantworten oder ist das eher Fragen für den Jens? So, muss für besonders geschützte Objekte wie zum Beispiel Altersheime, Dialysenärzte, die Wärmepumpe steuerbar sein oder gibt es dafür Ausnahmen? Genau, richtig. Das ist ja genau für diese Zwecke, wo es betriebsnotwendig ist. Ne, der Betrieb der 14a-Anlage betriebsnotwendig, die sind von der verpflichteten Teilnahme ausgenommen. Gut, kommt dann eine noch. Stichtag. Vielleicht hier, das noch. Der Netzbetreiber muss wann diese Regelungen Preise veröffentlichen? Also die zum 01.01.2024, also für Modul 1 und 2,
hat er sie bereits, also zum 1.1. musste er sie jetzt veröffentlichen. Wenn wir jetzt, also die finden Sie jetzt hoffentlich auch schon auf jeder Netzbetreiberseite. Und das Modul 3, also unser zeitvariables Netzentgelt, das muss er erstmal zum 1.1.2025 veröffentlichen. Und abrechnen muss er das Ganze erst zum 1.4.2025 erstmalig. Genau. Das ist wahrscheinlich beantwortet die Frage, die wir da davor hatten, mit diesen Vorgaben für Hotel- und Gastgewerbe. Ganz genau. Und Klimalage ist es auch. Ganz genau, auch wieder, wie gesagt, wenn es betriebsnotwendig ist. So, ist es möglich, Modul 1 zweimal in einem Anschlussobjekt anzumelden? Wenn Sie damit meinen, hätte dem gleichen Netzanschluss, also nur pro Entnahmestelle oder Marktlokation nur einmal.